Warum Ökonomie der Menschlichkeit? Gewohnte Lösungsansätze werden den Herausforderungen der Zeit nicht mehr gerecht. Aktuelles Wirtschaftsdenken baut meist nur auf wirtschaftliches Wachstum. Daher ist es an der Zeit, in Wachstum an Menschlichkeit zu investieren. Wie kann das gelingen? Wachstum an Menschlichkeit entsteht durch Freude, Vertrauen und Sinnstiftung. Es geht darum, Zusammenhänge zu erkennen, Perspektiven zu wechseln, Begegnungsräume zu schaffen, kooperieren statt konkurrieren und es sollen neue Lösungen entwickelt werden. Das ist unsere Vision. Die Ökonomie der Menschlichkeit als zeitgemäße Wirtschaftsform steht für menschlichen und wirtschaftlichen Unternehmenserfolg. Sie vereint Visionäre aus allen Branchen zu einer großen Strahlkraft. Klar erkennbar, inspirierend und motivierend für weitere Unternehmen. Mit natürlicher Intelligenz der Freude folgend, zum Wohle jedes Einzelnen und unserer Volkswirtschaft. Damit Menschsein wieder Freude macht. Wie kommen wir nun von der Vision zur Gestaltung? Folgende Projektgruppen gibt es bereits. Buch, Freudekalender, Weg der Menschlichkeit, Tourismus im Zeitgeist, Ladengeschäfte und Schule der Menschlichkeit. Daraus entstehen Werkzeuge für Unternehmen, Aktivitäten und Workshops, neue Unternehmenskonzepte, Wissenstransfer und Entfaltung. Sie geben Raum für Potenzialentfaltung, Eigenverantwortung, sinnstiftendes und freudvolles Handeln. Folgendes Ergebnis streben wir damit an: Zufriedenheit aller Beteiligten, weniger Mitarbeiterwechsel und Krankenstände, ehrliche Sprache im Marketing und mehr Wirtschaftlichkeit. Es braucht beides, den wirtschaftlichen und den menschlichen Erfolg. Unternehmen erstellen zwei Bilanzen, die gewohnte und eine für die Menschlichkeit, die sich in Freude misst und als Symbiose wirkt. Fokus auf Menschlichkeit wird auch die wirtschaftliche Bilanz weiter steigen lassen. Der neue Zeitgeist wünscht Qualität mit Herz, statt so billig wie möglich. Interessiert? So wirkst auch du mit. Registriere dich und richte ein Profil ein. Nimm am Willkommens-Zoom teil. Definiere, wie Menschlichkeit in deinem Unternehmen gelebt wird. Weitere konkrete Schritte und Optionen findest du auf der Internetseite menschlichkeit.jetzt. Verbreiten, mitarbeiten, investieren. Die Stiftung zur Förderung der Menschlichkeit in Wirtschaft und Gesellschaft schafft ein stabiles Fundament. Zeige dich in deiner Menschlichkeit und nähre den Wandel.